Hi Leute, heute gibt es wieder ein neues Checkexperiment für euch. Und ich bin deshalb mit meinem Checkexperimentiertisch an der Isar in der Nähe von München unterwegs. Hier treffe ich gleich Andreas, meinen heutigen Herausforderer. Der ist Goldsucher. Hat schon am anderen Ende der Welt, in Australien, nach Gold gegraben und auch welches gefunden. Vielleicht finde ich ja heute auch welches, fände ich ganz gut. Andreas ist Profi-Goldsucher. Er weiß ganz genau, wo es noch welches gibt und wie man es auch tief im Boden finden kann. Hallo Andreas! Hi Tobi! Alter, hast du dir einen Platz ausgesucht hier? Mann, Mann, Mann. Ah, ist nicht die beste Straße. Schön, dich zu sehen. Freue mich auch. Hallo. Alles gut? Alles gut. Hilfst du mir beim Aufbauen? Ja, klar, gerne. So, Andreas, du bist Goldsucher. Ja. Und du meinst, du kannst mir das beibringen und ich kann hier heute Gold finden? Also, du wirst hier Gold finden, aber nur deshalb, weil ich es versteckt habe. Ich habe von Australien Gold mitgebracht. Okay, echtes Gold. Echtes Gold, echte Nuggets. In der Regel sagt man ja Beginner's Luck. Also, die Anfänger haben größte Glück. Ja. Wahrscheinlich findest du noch mehr Nuggets, als ich versteckt habe. Und alles, was ich finde, darf ich behalten, oder? Ja, genau. Das ist der Punkt, das ist nicht so. Ich habe mir fast gedacht. Ich hole mal den Detektor, Tobi. Okay. Also, ganz einfaches Prinzip. Hier ist die Spule. Ja. Die arbeitet im Endeffekt mit elektromagnetischen Feldern. Aha. Und die Spule ist im Endeffekt deine Augen in den Boden. Wenn der Ton sauber und hell ist, solltest du graben. Wenn er dunkel ist und abreißt, ist Schrott. Goldsuche in München. Vielleicht finde ich hier ja nicht nur das Gold, das Andreas versteckt hat. Wow, da ist irgendwas. Irgendwo hier. Warte mal. Boah, krass, da piept's richtig laut. Ist das ein gutes Geräusch, Andreas? Hört sich gut an. Wow, warte da! Hui! Ah, ja, abgefahren. Geiles Stück, oder? Voll. Und schwer und groß. Was ist das wert? 3.500 Euro sind. Nicht dein Ernst. Für das kleine Stück hier, 3.500 Euro. Ja. Und du bist dir sicher, dass ich das nicht behalten darf? Ganz sicher. Na gut, aber jetzt bin ich on fire. Hast du noch mehr vergraben? Ja, einen haben wir noch. Einen haben wir noch? Einen haben wir noch. Geil. Ja. Klingt doch gut. Ich würde da mal ein bisschen buddeln, wenn du einverstanden bist. Ja, hört sich nach dem Plan an. Ja. Könnte ja Gold sein. Muss doch hier sein. Das ist doch ein Stein. Genau. Ein sehr schwerer Stein und der glitzert ein bisschen. Richtig. Du hast eben einen Nugget. Ja. Und jetzt hast du den sogenannten Specimen. Specimen. Hier ist im Endeffekt das Gold in seiner eigentlichen Form, nämlich noch eingeschlossen vom Quarz. Das ist aber, also dieser Stein, der ein bisschen golden glänzt, ist dann wahrscheinlich auch wahnsinnig wertvoll. Ja. Und ich hab's gefunden, schon wieder. Yes! War das mein Checkexperiment? Nein, hab ich mir das gedacht. War zum Warmmachen. Ja, okay. Ich denke, wir gehen mal rüber zu deinem Tisch. Aha. Und dann kriegst du deine Herausforderung. Alles klar. Erzähl. Also die zwei hast du gefunden. Ja. So, damit das Ganze jetzt ein bisschen spannender wird. Come on. Alter. Ist das auch alles echtes Gold? Alles echtes Gold, genau. Gibt's nicht nur in der großen Version, gibt's auch in der kleinen Version. Ja, sicher, klar. Sie sind alle abgezählt, Tobi. Auch hier keine Chance. Du verlierst keinen, ne? Du siehst die Pfütze? Diese Matschbrühe da vorne. Genau. Und das ist deine Aufgabe. Die wandern jetzt da rein und du holst sie raus. Kannst du das Gold nicht in das versiffte Loch da werfen? Warum? Du hast nur bewiesen, dass du Gold finden kannst. Also von daher. Das ist mein Experiment. Das ist dein Experiment. Ach Gott. Okay. Eins. Zwei. Jetzt wirft er die Goldnuggets tatsächlich in die Pfütze. Ich fass es nicht, die finde ich doch nie wieder. Jetzt sind sie drin. Das ist jetzt wirklich gemacht, ne? Genau. Wie viel Gold hast du da gerade reingeworfen? 56 Nuggets. Sobald du weißt, wie du sie rausholst, hast du genau 3 Minuten Zeit. 3 Minuten, um die da rauszuholen? Ja. Naja, wie gerade, buddeln. Whatever. Oh Mann, ey. Ja. Der Nachteil ist halt alles Kies, Tobi. Die hauen sich natürlich in jede kleine Ecke rein und sind, wie wir festgestellt haben, recht schwer. Also ich finde hier gar nichts. Ich würde mir an deiner Stelle was anderes einfallen lassen. Ich glaube, die Methode ist vielleicht nicht so ganz produktiv. Was darf ich denn verwenden für das Experiment? Alles, was du hier siehst, alles, was du mitgebracht hast, all yours. Alles erlaubt? Alles erlaubt. Okay, immerhin. Ich darf alles benutzen, was ich hier finde. Naja, aber dann ist es ja leicht. Das heißt, den darf ich auch verwenden. Ja. Na, dann suche ich doch einfach so. Also klar, das piepst, die sind ja da drin. Genau.
Ja. Aber irgendwie bringt mir das gar nichts. Ne? Das ist der Beweis dafür, dass sie drin sind, aber das war's auch. Genau. Bringt mich nicht näher ran. Gut, ich meine, ich habe auch einfach blind da reingegriffen. Ne? Ich müsste halt sehen, wo die sind. Ist bei dem Wasser nicht einfach. Außer du bist ganz mutig. Ich glaube, du hast die gleiche Idee wie ich. Habe ich nämlich tatsächlich immer dabei. Ich weiß nicht, wie tief es genau ist, aber ein Versuch wert. Let's go. Jo, bis gleich. Bis gleich. Und, wie ist der Geschmack? Noch nichts gesehen. Nicht gut geschmeckt. Vielleicht musst du tiefer rein. Da ist gar nichts, Mann. Das war eine Quatschidee. Ich sehe da nichts, es ist komplett trüb, das kannst du vergessen. Aus Filmen kenne ich das so, dass man irgendwie Gold so rauswäscht, siebt, ja, wie auch immer. So. Die wackeln doch immer mit irgendeinem. Ja. Weil ich habe ein Sieb dabei. Wenn das Sieb gut ist? Na, es ist ein Spitzensieb, Mann. Ist halt ein altes Sieb und nicht mehr ganz so richtig heile, aber... Die Löcher könnten ein bisschen zu groß sein für die Nuggets, aber versuch's. Ja? Ja? Da in der Ecke. Hier. Vorsicht, da die... Der da? Ja. Ah, der ist aber wirklich klein. Das ist jetzt einer von wie vielen? 56. Da wird nicht funktionieren, Tommy. Andreas, du musst mir jetzt mal einen Tipp geben. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese 55 Goldbröckchen, diese winzigen Dinger da rausholen soll. Wir gucken uns mal was an. Mit dem Nugget, den du eben gefunden hast. Okay. Ja? Tobi, was ist dir aufgefallen, als du den ersten Nugget gefunden hast? So wie jetzt gerade auch wieder, dass er einfach sehr viel schwerer ist, als man denken würde. Wie schwer denkst du, ist der denn? Boah, ich bin ganz schlecht in sowas. Dann gucken wir doch mal nach. Und? 76. Wow. Würde man nicht denken, ne? Nee. Also allein schon von der Größe nicht, ne? Nee, genau. Wenn wir jetzt mal einen Stein holen, einigermaßen gleich. Diesem hier? Jo. 18 Gramm. Viel weniger, nicht mal die Hälfte. 76, 18. Okay, vielleicht ist das doch einfach das viel größere Stück. Kann sein. Sollten wir uns angucken. Deshalb haben wir ein Glas dabei. Wenn wir da Wasser reinmachen, dann gucken wir einfach mal, wie viel Wasser im Endeffekt durch den Goldnugget verdrängt werden und wie viel hiervon. Wenn das einigermaßen pari ist, haben wir den Beweis, dass die im Endeffekt vom Volumen gleich sind, aber sehr viel unterschiedlichem Gewicht. Ich mache hier ein bisschen Wasser rein. Krass. Der viel leichtere Stein verdrängt genauso viel Wasser wie das Goldnugget. Stein und Nugget haben also tatsächlich das gleiche Volumen. Warum ist Gold so schwer? Im Endeffekt spezifisches Gewicht. Das heißt, das Material ist so kompresst, ist so eng zusammen, dass hier viel mehr Material drin ist, natürlich Metall, als in dem Stein, der sehr viel mehr Luft zwischen seinen einzelnen Molekülen hat, wie er zusammengesetzt ist. Und das ist das, warum der hier so richtig schwer ist und der Stein so leicht, obwohl es gleiche Volumen ist. Okay, das klingt ein bisschen kompliziert, Moleküle und so. Kannst du es mal erklären? Hier haben wir jetzt ein paar größere Steine, Tobi. Ja. So. Wiegt ein bisschen was. Genau. 544 Gramm. Und was fällt uns auf, wenn wir gucken, dass zwischen den Steinen relativ viel Luft ist. Ja. Und wenn du das hier jetzt als einen Stein vorstellst, ja, dann hat dieser Stein ganz viele Teilchen, aber sehr viel Luft dazwischen. Richtig. So muss man sich das hier vorstellen. Okay, also das da sind quasi die Moleküle, die kleinsten Teile, aus denen so ein Stein besteht. Korrekt. Und die sind so angeordnet, dass immer wieder Hohlräume dazwischen sind. Genau. Okay. Dann legen wir die jetzt mal hier hin. Und hier haben wir gesagt, dass es ganz, ganz eng zusammen ist. Ja. Also suche ich jetzt hier ganz viele kleine Steine, ohne viel Luft dazwischen. Das kann ich machen. So. Perfekt. 603 Gramm. Deutlich mehr als vorher die großen Steine. Ja. Gut, ich habe kapiert, Gold ist mit seinen kleinsten Teilen innen drin so dicht gepackt, dass Gold das größere Gewicht hat. Richtig. Gold ist einfach schwerer, weil die kleinsten Teilchen enger beisammen sitzen. Ich habe kapiert, dass Gold schwerer ist. Ich habe kapiert, warum Gold schwerer ist. Aber ich habe noch nicht kapiert, was mir das bringen soll bei unserem Experiment. Zeige ich dir. Und zwar genau da drüben. Du siehst die Strömung. Wenn du mal versuchst, hier ein bisschen Sand zu holen. Okay. Lass mal ganz langsam in die Strömung deine Steine mit dem Sand reinrieseln. Okay. Und dann guck mal genau, was passiert. Ja, es wird total weggeweht, ne? Hier, da ist eine richtige Wolke von dem ganzen Sand. Genau, weil sie zu leicht sind. Ja. Schmeiß den mal rein. Ich glaube, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst.
Ich schätze mal, der wird nicht so richtig weitergespült. Eins, zwei, drei. Platsch, da liegt er. Da ist es wieder. Jo, sehr schön. Das ist schön. Jetzt natürlich einfach so auf den Boden gesunken. Genau. Weil zu viel schwerer ist. Weil zu schwer ist. Und ich glaube, ich habe auch eine Idee. Die ist? Dadurch, dass die Strömung, die Steine und kleinen Kiesel und den Sand, der leichter ist, als das Gold einfach wegspült, das Gold unten bleibt, müsste ich mir so eine Art Strömung in meinem kleinen Becken basteln. Dann bleibt das Gold zurück und der andere Zeug wird einfach weggeschwemmt. Das probieren wir aus. Okay. Jetzt kann ich hier drin natürlich keine Strömung machen so richtig wie da. Aber was ich gedacht habe, vielleicht kann ich ja die Strömung einfach im Kreis stattfinden lassen, weißt du? Dann wird der ganze Sand weggespült und das Gold bleibt übrig. Und ich habe auch schon eine Idee, womit. Nämlich habe ich diesen alten Wok hier. Ich glaube, du kommst der Sache näher. Einzige, was ich machen würde, Tobi, alles, was du da rausholst, hier reinmachst, da waschen. Stimmt, weil sonst schützt du den ganzen Dreck alles wieder. Dreimal richtig. Durch. Genau. Ja, aber du hast nur 3 Minuten, 55 Nuggets. Ich stopp die Zeit. Warte. Ja? Dann starte ich hiermit das Experiment. Zählst du bis 3? Ja. 3, 2, 1. Da unten glitzert schon was. Ja, ich sehe was. Ich glaub, da. Ja, da sind sie. Da ist einer. Jo. Da ist einer. Das sind gleich mehrere, Mann. So funktioniert's. Ich habe jetzt 5, 6 auf einmal. Guck mal, hier sind schon mal 3. Und noch eins. Da glitzert was. Seht ihr das? Da ist er. Guck mal hier. Jo, guck mal. Ah, oh, ein dicker. Schön. 1, 2. 3, 4, 5 und 6. Nicht mehr da? Ich glaube, das war's. Jo. Guck mal, aber ey, 6 Stück mit einem Waschgang. Ich muss jetzt nur so weitergehen. Okay, die Dicke. Da glitzert was. Dein Zeitlimit ist ein bisschen gemein. Wie lange habe ich noch? 1 Minute 20. Ja. Und wir haben 10, 6, 28 Stück hast du draußen, Tobi. Okay, da kommen schon wieder welche. Ich hol sie erstmal so raus, ne? Ja, klar. 1, 2. Wie lange habe ich noch? Du hast genau 50 Nuggets. Ja. Und du hast genau noch 20 Sekunden. Okay, wie viel fehlen mir denn noch? 5. 5 Stück. 5 Stück. 55 waren drin. Aber hier glitzert's! Okay. 18. Da glitzert's! 17. 16. 15. 14. Da sind sie. 13. 12. 1. 11. 2. 9. 3. 8. 7. 4. 6. 5. Oh Gott, wo ist das letzte? 4. Da ist es! 3. 2. Und 5. Ich glaub's nicht. In der letzten Sekunde! Experiment gewonnen! Glückwunsch! Oh, Mann. Hast du dir mehr als verdient? Lass uns drücken. 55 kleine Goldnuggets in 3 Minuten aus diesem Tümpel geholt. Astrein! Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen Gold verprassen und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wie viel Eis kriegt man für all das Gold?